Christian auch noch ein Mikrofon? Ja. Also ich nutze mal die Zeit, dich schon mal anzukündigen, wer Christian nicht kennt. Er ist Autor von Weg ab. Da geht es darum, die Welt zu veganisieren. Ja. Außerdem ist er Herausgeber vom Vegan-Magazin. Ja. Und danke. Ja, da gibt es schon deine Fans. Genau. Und du bist Vorstand von der Deutschen, der Gesellschaft, der veganen Gesellschaft Deutschland. Richtig. So, Christian, jetzt überlasse ich dir das Wort. Teil mit uns, wie es bei dir dazu kam, vegan zu werden und was du alles tust, um die Welt zu veganisieren, mit deinen Worten. Gerne, danke, Alex. So, kann man mich hören? Ja. Oh, das ist prima. Ich freue mich, dass wir einen so wunderschönen Sonntag hier haben. Also die Sonne strahlt für alle Veganerinnen und Veganer und natürlich auch für alle noch nicht Veganerinnen und Veganer. Und was, liebe Freundinnen und Freunde, kann man an diesem Tag, heute ist der 1. November, das ist immer der Weltvegantag, was kann man an diesem Weltvegantag sagen, wenn man 5 Minuten Zeit hat? Die Frage habe ich mir gestellt und ich möchte versuchen, das wirklich in 5 Minuten auf den Punkt zu bringen. Ich bedanke mich erstmal bei Jan für die tollen Worte. Ich finde es großartig, dass er mit dieser veganen Supermarktkette auch wirtschaftlich etwas losgetreten hat, was nicht mehr zu stoppen ist. Vegan ist mittlerweile in fast allen deutschen Supermärkten angekommen. Super! Danke, Jan! Und ich möchte etwas sagen, was oft in den Diskussionen und in den Gesprächen über vegan ein bisschen untergeht. Ich habe, als wir die vegane Gesellschaft Deutschland am 1. November, am Weltvegantag 2010, gegründet haben, da waren wir eine kleine versprengte Gruppe in einem veganen Restaurant, La Mano Verde, damals noch in Mitte. Und es hat sich wirklich kaum jemand dafür interessiert. Man müsste eigentlich sagen, es hat sich kein Schwein dafür interessiert. Wahrscheinlich ist es umgekehrt. Die Schweine waren vielleicht die einzigen, die sich für vegan interessiert haben. Aber jetzt ist das Thema da. Jetzt ist es groß. Und ich wurde damals von einer Autorin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung interviewt. Und die hat mich gefragt, was die Hauptmotivation sei. Und ich habe damals etwas gesagt, was ich heute wiederhole. Die allerwichtigste Motivation, und das sage ich auch den Berlinerinnen und Berlinern und den Touristinnen und Touristen, die hier anwesend sind, für vegan, und das wundert vielleicht viele, ist in allererster Linie etwas, was noch gar nicht in den Debatten vorkommt. Wenn wir bis zum Jahre 2050 noch mehr Milliarden Menschen auf dieser Welt haben müssen, dann müssen wir unsere Landwirtschaft und unsere Ernährung auf vegan umstellen, weil wir rein rechnerisch nur so diese Menschen satt bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Vegan ist mehr als das, als es dargestellt wird. Vegan ist nicht nur ein Kochfetisch. Und ich liebe selber vegane Kochbücher. Ich bin übrigens auch allen veganen Kochbuchautorinnen und Kochbuchautoren dankbar. Auch Attila Hildmann und allen, die da sind. Das sind alles Leute, die wahnsinnig viel für diese Sache getan haben. Aber hinter der Idee steht Ethik und Menschlichkeit. Und wir müssen alle Menschen satt kriegen auf dieser Welt. Und das geht nur vegan. Und das müssen wir auch unseren Freunden aus Amerika sagen, die ihre Botschaft haben. Aus Frankreich und aus allen anderen Ländern. Auch Russland. Im Grunde genommen müssen wir sagen, Völker dieser Welt, schaut auf die Veganerinnen und Veganer, weil sie das Überleben erst möglich machen. Und der zweite wichtigste Punkt, den wir ansprechen müssen, ist folgender. Die Tiere, die Milliarden Tiere, die leiden. Und das hört man natürlich nicht gerne, wenn man noch nicht vegan lebt. Das kann ich verstehen. Wir haben alle mal nicht vegan gelebt, die meisten von uns. Außer vielleicht die Kinder, die jetzt vielleicht schon vegan groß geworden sind. Großartig, dass es solche Kinder mittlerweile gibt. Die Tiere, die leiden. Die können nicht sprechen und deswegen müssen wir für sie sprechen. Und ich erkläre hier am Brandenburger Tor. Und wir werden beim nächsten Mal nicht mit 200, 500.000 Leuten hier stehen, sondern mit tausenden Leuten. Jetzt ist nämlich die Zeit reif, wirklich aktiv zu werden. Ich erkläre mit großer Freude hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin den Krieg gegen die Tiere für beendet. Wir brauchen Frieden auf der Welt. Okay, vielen Dank hier schon mal an dieser Stelle, weil Frieden fühle ich mich gleich schon wieder angesprochen. Wir sind nämlich auch hier, um friedlich ein Zeichen zu setzen. Ich bedanke mich. Alles Liebe. Danke, bis bald. Christian. Wir machen weiter. Peace.